Hi People! Seit langer Zeit wieder mal ein Video. Ja, es hat sich einiges da. Kameratechnisch hat sich viel da. Ich weiß nicht, das letzte Video, was ich draht habe, da habe ich noch gehabt. Ein G9 von Panasonic. Was habe ich noch gehabt? Ein X100V vom Fujifilm. Ja. Und das ist jetzt alles ein bisschen anders wie vorher. XT3 habe ich auch gehabt, die habe ich noch immer. Ja. Und jetzt ist halt meine Main-Kamera, die jetzt auch da filmt. Eine XH2. 1655, 50, 140 und jetzt habe ich 30 mm Sigma 1.4. Sind so meine Daily-Drivers. Ja. Und wenn man so schaut, die XH2, ja. Ist ein Wahnsinn. Ich bin sonst einer, der eher die Rädchen und Einstellungen von der XH2, XH2, sorry, XT3, XT2, XT5, whatever, bevorzugt. Aber ja, die neue Technik ist halt ein Wahnsinn. Also, es ist vom Autofokus, von der Bedienbarkeit, von der Reaktionsgeschwindigkeit, wie die Kamera reagiert, wann man was macht. Es sind so viele Welten zwischen der XT3 und der XH2. XT4 habe ich keine gehabt. Aber da sagen die Leute auch, dass so ein großer Unterschied ist. Ein Wahnsinn. Und ich habe es total darauf gewöhnt, die hat halt so arbeitet mit einem anderen System als ein XT. Die hat halt C1 bis C7, aber nicht so wie es früher war, dass du halt gerade einmal das Q-Menü einstellen hast können von der Kamera, sondern du kannst da, ja, ganz Bild kannst programmieren. Ob es jetzt Video ist, ob es jetzt Foto ist, ich kann die Kamera. Wenn ich für meinen Hund hernehme, für Actionaufnahmen, kann ich es auf Zeitautomatik stellen, Continuous Shooting, AFC, Tier-Autofokus und so weiter. Und wenn ich normale Porträtfotos machen will vom Hund, schalte ich ein Stück zurück und habe die ja, Einstellung für höchste Tiefenschärfe zum Beispiel. Also ist ein Traum. Ja. Jo. Sonst hat sie eigentlich nicht viel da. Die Kamera ist halt echt ein Traum. Also ich bin voll begeistert. So kleine Sachen sind halt besser. Sie hat die Ösen, wo du die Kameraaufhängung hast, wo du den Riemen einhängst, hat es direkt am Gehäuse, was auch eine Wahnsinnserleichterung ist in meinen Augen. Ja. Und lauter so kleine Sachen. Ja. Ja, ist ja Wahnsinn. Und ich bin echt froh, also wenn ich das Geld gehabt hätte, hätte ich mir die 100V gehalten und hätte mir die auch noch genommen. Aber das habe ich nicht gehabt. Also habe ich jetzt G9 und die 100V verkauft und habe mir XR2 geholt. Ja. Und bin aber sehr zufrieden mit der Kamera. Nur ist halt keine Kamera wie ein X100V, die du halt so mitnimmst. Ah, da habe ich aber was. Ja, was anderes erledigt damit. Ich habe ganz einfach und das hat einen Wiederverkaufswert wie ja, wie ihr mal X20 ganz einfach geholt. Das kleine Ding da. Ja. 12 Jahre alt oder 10 Jahre alt. Macht Fotos wie ein Traum. Ja. Dann, was hat's? 12 Megapixel? 16 Megapixel? 12 glaube ich hat's. Und hat den ersten Fuji-Sensor, also den ersten X-Trans-Sensor, den es bei der X-Pro1 und bei der X-T1 und so gegeben hat, in 2/3-Version drinnen, also in einer kleinen Version. Bei der Kamera ist es halt so, die Trast 2 hat ein 28-112. Also wenn es so eine Kriegsleitung, holt sich so eine Kamera. Die ist nicht schlecht. Und macht super Fotos. Hat halt die ersten Fuji Filmrezepte drinnen. Wie, was hat es denn drinnen? Wie, weiß jetzt gar nicht. Aber Pro wäre natürlich Standard.
weil wir und die Negativ Standard und High, glaube ich, hat es drinnen. Ja. Und das geht dann schon ganz gut. Ja. Ja, aber was den Autofokus von der XH2 jetzt betrifft, also der ist jetzt Augenautofokus, ist ein Wahnsinn. Der Tierautofokus, ich weiß nicht, wie ich da klarkomme, mit, wir haben einen schwarzen, komplett schwarzen Hund. Und da ist die Frage, wie gut das ist. Aber ja, es geht. Also ich habe meine Kipper so wie früher einmal, ich müsste mich noch mehr einfuchsen, da bin ich einfach im Moment zu faul, da bin ich ja selber schuld. Die Fuji ist nicht so eine Kamera wie eine Sony, die du in die Hand nimmst und das funktioniert alles einfach wie bei einem Roboter. Die Fuji, da musst du reintigern und dann hast du aber Ergebnisse, die der Sony auf jeden Fall gleich kommen. Ja, das war's dann auch. Dann schauen wir uns das an und ich melde mich wieder, wenn es was Neues gibt.